Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, same procedure, aber natürlich, Sie alle zu sehen. Herzlich willkommen. Guten Abend, liebe Altmark-Zeitungs-TV-Seher, direkt von der 17. Altmark-Meisterschaft der Köche, Restaurantfachleute und Hotelfachleute. Wieder kämpfen 24 junge Altmärker um Platz und Sieg. Es geht darum, um die Landesmeisterschaften, wenn hier gewonnen wurde, dann geht es ins Maritim nach Magdeburg. Neben mir die Vertreter der DEHOGA und des Gaststättengewerbes, Burkhard Panier, Deutsches Haus in Ahrensee. Was erwartet uns denn heute? Also auf jeden Fall was ganz, ganz Leckeres und sehr, sehr motivierte Azubis. Und natürlich dazu auch ebenso motivierte Prüfer, die alles daran setzen, dass unsere Gäste so ein Stückchen kulinarischen Genuss hier in diesem gastlichen Haus serviert bekommen. Und ein Stückchen ist das einfach auch für uns als Gastronomen ein Stückchen Darstellung der Leistungen, die wir in der Berufsausbildung im letzten Jahr erbracht haben. Und da freuen wir uns alle drauf. Mein Kollege aus der Küche ganz besonders, der sehr engagiert dafür gesorgt hat, dass unsere Absolventen, unsere Teilnehmer tolle Preise kriegen in diesem Jahr. Da freuen wir uns alle drüber und ganz besonders, dass es ein leckeres Essen gibt und Sie hören im Hintergrund auch schon das Kämpfen unserer Köche. Also die sind hart dran und ich denke mal, da wird sicher mein lieber Freund Bernd auch noch einiges zu sagen. Bernd Schulze, für die Küche verantwortlich. Thema ist Friedrich der Große und die Altmark. Was gibt es heute Abend? Nur Kartoffeln? Na, nicht nur Kartoffeln, sondern es gibt hochwertige Sachen, die gerne auch Friedrich gegessen hätte. Es gibt Fasanenbrust, es gibt Rinderfilet, es gibt den Zander, zwar nicht aus der Havel, aber die jungen Leute können heute mit hochwertigen Sachen arbeiten. Na, dann verabschiede ich mich schon mal, weil ich muss jetzt essen. Jetzt haben wir vor unserer Kamera den Dieter Stiller. Das ist sozusagen das Urgestein, der Erfinder der Altmarktmeisterschaften, inzwischen nur noch sozusagen als Senior-Chief, als Berater und hat inzwischen auch schon Teil seiner neuen Kochkollegen, Kochmeister aus der Altmark hier eingewiesen, die die Nachfolge übernommen haben, aber steht immer noch als Berater zur Verfügung. Herr Stiller, wie sieht es heute Abend aus? Wie Kenntnisstand der Jugendlichen? Was konnten Sie da bis jetzt beobachten? Also ich habe einen guten Eindruck. Ich gehe davon aus, dass alle Gäste heute Abend ihr Essen in guter Qualität bekommen und hoffe natürlich, dass dann letztendlich die Gäste auch zufrieden nach Hause gehen können. Im vergangenen Jahr haben es ja die altmärkischen Lehrlinge geschafft bis zur Deutschen Meisterschaft nach Bonn. Schätzen Sie das Niveau diesmal genauso stark ein oder warten wir erstmal ab? Ich würde schon sagen, wir warten erstmal ab. Ich denke, dass das Niveau zum Vorjahr etwas bei den Köchen nachgelassen hat. Na gut, da arbeiten wir aber noch dran, ne? Das machen wir. Und ich muss jetzt wieder los, der zweite Gang wartet. Aber ist jetzt schon angerufen? Nein, aber es schon wieder Panik, Leute. Thank you.
4 Gängen steht nun endlich der Sieger fest. Und zwar hat der Kuhfelder Hof gleich zweimal punkten können. Christian Speckhahn ist der Erste, der beste Koch an diesem Abend gewesen. Und sein Kollege Robert Schulz, ebenfalls vom Kuhfelder Hof, ist der beste Restaurantfachmann an diesem Abend gewesen. Und bei den Hotelfachleuten konnte Stefanie Hubka, die nicht zum ersten Mal bei den Altmarktmeisterschaften ist, vom Hotel Union aus Salzwedel, sich den ersten Platz holen.